Mijn naam is Martin Vloop, ik ben Holländer. Entschuldigung voor mijn slechte Duits. Maar I hope my German is so bad that even our friend from Kenya can understand a little bit from it. So, I do my best. Okay, yeah, I got in contact via a German friend, 70 years old, very intelligent, all the time behind the computer. He said, Martin, het was nooit ontdekt, veel saver. Ik heb 2 besteld. Ik zei, bestel me gelijk 5. Nou, ben ik angefangen met die test. Und, mijn eigen test, auf die, ik kon niet die fuel saver gelijk installeren. So, ik had eerst die strekkentest gemacht ohne fuel saver. Dan had hij zo'n 600 kilometer gefahren. En dan weer een strekkentest gemacht. 12,8% gespaard. Dan was ik schon zeer enthousiast. En dan heb ik zo snel wie mogelijk verzocht die andere 5000 kilometer te maken. Om weer die strekkentest te maken. Nou, die heb ik gemaakt en werd ik zo geschrokken dat ik gelijk de Herbert aangeroepen had. Want mijn auto is een Renault Modus, nu 3 jaar oud. Ik kan zeer goed rechnen. Ik heb geen fehler gemaakt. Ik heb alles genauw gemaakt om die tank te voelen. Dat had 44 minuten gedauerd. Want wanneer man denkt is vol, dan komt dat nog 44 minuten dazu, om dat voel te maken. Om 12 liter. Dan heb ik die test gemaakt. Ik zei, Herbert, dat kan niet zijn. Want die eerste test was 8,56 liter. Die tweede test met de fuel saver 7,45. En die dritte test 4,8. Dan heb ik gedacht, dat geht niet. Nogmaals gerechnet. En dan had de heer Herbert al gezegd, ja, we hebben nur eine kleding. We hebben een test gemaakt in Brazil. En daar hebben ze in een auto 50% gespaard. En offenbar schaut es, dass auch die kwaliteit in Portugal van die sprit een beetje niedriger is wie in Holland en in Duitsland. Brazil en Portugal, het moet aan de sprache liggen. Genau, vielleicht, ja. Ja, zo, op moment 42% of 42,8 op de autobahn. En op de normale weg, denk ik, ben ik zo'n 31, gemiddeld 36-38%. Had ik gelijk een test met een vriend gemaakt. Er had een Mitsubishi Pajero. Er zag voor 5 jaar 500 kilometer. Met een volle tank. En die Portugezen die vullen nu die tank wanneer die leer is. Voor 5 jaar immer 500 kilometer. Zo mag je weer aan test. Nou, dat is waar. Die eerste tankvulling was 550. Die tweede 620. En dan die vierde en die vijfde had het zo'n 700 kilometer bereikt. Je had zo'n 8-9 tankvullingen gemaakt met 700 kilometer. Waar er immer 500 gemaakt had. Ja, dan nog een test. Wel, Herbert had gevraagd om een beetje over die testen te erklären, over mijn marketingervaring. Nog een test heb ik gemaakt met een man die macht die arbeid in wald. Met die bulldozers. Ja, ja, ik had genau erklärt wie dat gaat, die test, want dat is waar 100 kilometer wijd weg. Er had weer zijn zoon erklärt wie dat gaat, en die zoon had die 2 vader erklärt. Oké, 6 wachten nog her. Oké, kom, wie ga je door? Heb ik denk in een chef gezegd, wie ga je door? En maar koeken was los is. En had de chef gezegd, kom weer daar in die walden en spaart hier. Ja, ik geloof dat je lacht aan ambitie. Oké, zei ik me die datum? Datum, ja, ik heb me niets afgeschreven. Had er gar niets gemaakt, ja. Zien we nog die andere gegaan, waar 20 kilometer wijd weg. Die gelijke geschichte. Ja, die man was zo boos, de chef. Ik heb gezegd, koek maar. Deer ken ik, die had op ons grondstuk veel arbeid gemaakt. Deer gaat die test jetzt machen. Een kleine bulldozer, 130 pk, aber braucht toch een XL, wat die zware arbeid maken. Ik had 3 dagen die test gemaakt. En die eerste tak 3,3% gespaard, die tweede tak 3,4% en die dritte tak 3,3%. Een sparen van 10% met zo'n bulldozer. Plus. Ja, zo aan het einde 10% gespaard, dan kunnen we die test niet meer weiter maken. Want er had daarna weer zwaardere arbeid te maken. Maar ik ben zeker, wanneer we die test weiter maken, dat ze vast aan die 20% eraan komt. En dat is zeer genau afgeschreven. Want ik heb gezegd, wie zal dat maken? Want die anderen zeggen, ja, ik heb 10 uur gearbeid, ik heb nu 8,5 stunden gearbeid, dan heb maar nog geen test. Ja? Maar dat is alles zeer puntelijk gemaakt. En daarom zeg ik ook immer, wat het wichtigste is eigenlijk die test. Ja, wenn die test goed gemaakt wordt, dan gaat dat immer goed.
Und ja, man ist doch von Leuten abhängig, weil zum Beispiel einer hat auch, ich habe die beste Mechaniker in Portimao, die installiert für mich die Fuel Saver. Nach 2 Monaten noch kein Resultat. Habe ich gesagt, ja, wie geht das dann? Ja, es geht nicht. Ich sage, wie hat er das dann installiert? Er sagt, ja, er hat die Tank doch drauf gestraubt und ist reingeworfen. Bin ich nach een andere werkstad gegaan, had een camera, ja, nach 60 centimeter, daar waren die daar, gegen die flappen. Zo, had ook niet functioneerd. Zo, die test is immer, mijn ervaring, dat het wichtigste, dat wichtig gemacht wird und mit serieuze Leute, die test machen. Ja, dan wollte ich sagen, dan heb ik ja een Anzeige gemacht voor Agenten zu erwerben. Nou, in een grote magazine. Sind 8 gekommen und 6 haben gleich gesagt, ja, nein, wenn wir kein Salaris bekommen, nur Kommission, dann fangen wir nicht an zu arbeiten. Dann, ja, die anderen 2, die waren 1 Monat betätigt und die haben gesagt, ja, die Kunden, die wollen, dass das erst mehr bekannt wird, bevor sie das kaufen. Ich sage, ja, aber sie sind dafür, um das bekannt zu machen. Ja, und einige Male, ich suche ein bisschen Wasser. Okay. Moment. Dank u. Ja, und einige Malen muss man die Leute auch ein bisschen helfen. Zum Beispiel, ich habe einen Direktor angestellt, der macht all die Arbeit für mich ins Büro, der ist Portugese natürlich, der beantwortet all die Telefonen und alles. Und da habe ich gesagt, ja, meine Mutter, dann gibt sie mir wieder nicht die Zettel, was sie verbrauchen und wie viel Liter kann ich nicht ausrechnen, kann ich nicht. Ich sage, was machst du jetzt, Mann? Ihre Auto ist ein guter Test, meine Auto, Ihre Freund, du musst nur das Ding reinschmissen und dann geht das los. Hat er das gemacht und hat er gesagt, nach 3 Tagen, nach 1 Tankfüllung hat die Frau schon 25% gespart. Habe ich gesagt, ja, du bist 3 Monate beschäftigt mit ihrer eigenen Mutter, gib mal die Zettel für die Tank und die Kilometer, dann hat sie wieder ein Zettel verloren. Wir wissen doch, dass das Arbeit, wir müssen die Leute auch ein bisschen helfen. Und ja, meine Erfahrung ist auch noch, ich habe jetzt einige Agenten, und, die ich persönlich kenne und persönlich begegnet habe. Aber jetzt, wenn ich an die Arbeit bin und ich fahre und ich sehe ein Garage, wie heißt das, ein Werkstatt? Ich gehe die Werkstatt in und ich sage, ja, ich habe etwas sehr Schönes, da können Sie ein bisschen zusätzlich Geld mit verdienen. Ich brauche nur einen von Ihren Kunden, die 4 Kilometer macht. Und die denkt, dass er zu viel bezahlt, die gerne sparen will. Und in 3 von die 4 Fällen haben die Leute gesagt, aber das bin ich. Weil ich muss jeden Tag Unterteile kaufen und hin und her. Ja, und ich will die Test machen. Er sagt, guck mal, want er hat auch daar etwas, hat er die Pillen, die man in die Tanker reinschmisst. Und er hat gesagt, ich habe gesagt, läuft das? Ich sag, ja, das hat noch niemand versucht. Ich sage, warum hat das niemand versucht? Ich sage mal, guck mal, der das geliefert hat, hat er einen TÜV-Test? Hat er Referenzen? Ja? Hat er CE? Hat er Geld-Zurück-Garantie? Nou, hat er alles nicht. Wir haben das. Nou, oké, okay, 3 von die 4 Werkstätten, die haben schon einen Test gemacht. Und 3 sind erfolgreich, haben schon 15 oder 18% gespart. Und das sind die richtigen Leute, die vertrouwd werden bij die kunden, want wanneer je auto kapot is, gaat naar die werkstad, wel eer gaat dat repareren. Wanneer dan niet zegt, ik heb nog iets schönes, dan is dat nog veel lichter te verkopen, want die vertrouwen ze. Ik ben nur een Ausländer die hier en her vaart. Maar ik kan ook verkopen en ik mag ook testen met geschäften. Maar dat wichtige is, ja, wie dat zelf ervaren natuurlijk ook, die test. Und ja, das Wichtige ist, dass jetzt, was wollte ich noch wieder sagen? Ein Moment. Was willst du? Dass man Partner findet. Ja, genau, dass wir das selbst erfahren. Und ja, mit den Agenten auch muss man einige Male ein bisschen drücken und sagen, wie das ist. Und nicht so lang testen wollen. Wir wissen, dass das läuft und das müssen wir auch ein bisschen nutzen. Eigentlich heißt das, die Leute ein bisschen helfen mit dem Verkauf. Ja? Braucht nicht mehr zu testen, lass mal gehen. Und ja, ich benutze auch jeden Moment, wenn ich auf die Weg fahre, ich sehe da irgendwo einen Bulldozer arbeiten, dann gehe ich, wo ist Ihr Chef?
geef ik gelijk die informatie. Dan zeg ik maar, ja, wie roepen we er aan? Een woche vorher war ich, had ik een termin met een autoschulfahrer. Ja, die lessen geeft om autofahren te leren. Und da steht da nebenan, steht mein ein Renault Modus, die gleiche Auto wie ich habe. Auch 3,5 Jahre alt. Und ich war mit ihm und da sage ich, eine Frau mit das Kind, die kommt von die Haarschneider, die geht die Auto hinein. Ich gehe gleich, Entschuldigung. Sag mal, was ist ihr Gemittelte? Kann ich das bitte wissen? Ich sage, ja, ist hoch hier, 9,2. Und die sagt, was ist dann ihr Gemittelte? Ich sage, komm mal gucken, 5,5. Die gleiche Auto, Benzine, want das Problem, was ich einmal habe, dass die Leute sagen, ja, aber das ist ein Diesel. Ich sage, nein, guck mal, das ist ein Benzinauto. Aber 5,5 Liter auf 100 Kilometer. So, das ist natürlich sehr gut. ja, das ist so ein bisschen meine allgemeine Erfahrung, wir müssen überzeugt sein von unserem Produkt. Ja, das erklären wir auch die Leute. Und ja, mit mir natürlich. Die meisten können alle einen Test voor frei machen. Da habe ich kein Problem mit. Und, weil ich weiß doch, dass das läuft. Und ich kann vielleicht ein oder zwei von den Fuelsavers verlieren. Okay. Aber wenn ich das mache, dann verkaufe ich auch 10,15. Wenn ich zwei verliere, dann bringt das doch noch das Geld. Ja, was auch mit dem Verkauf ist. Ich habe gegen Herbert gesagt, ich will das anfangen. Aber ich fange sehr langsam an und ich will erst selber all die Fehler machen, die gemacht werden können, ja, bevor ich größer werden soll. Weil ich will nicht, wenn ich zum Beispiel mit meinem Auto, ich könnte die Fuelsaver mit dem Eisendraht nicht hineinbringen. Ja, wenn ich mit einem Kunde bin und meine Agenten mit einem von den Kunden auf der Autobahn, und das geht nicht, ja, das geht nicht, weil wir müssen erst alles selber erfahren natürlich. So, wir fangen langsam an, ja, aber... Ja, zo'n 2-3 Wochen vorher had einer wieder mijn Direktor angerufen. Er had gesagt, ja, er had zo'n 3 Monaten vorher had ich ihn ein Fuelsaver verkauft. Und dann hat er gesagt, ja, ich komme vorbei, weil ich komme noch 2 kaufen. Nou, dan is er vorbei gekommen. Ja, ich habe zo'n 18%, 15% had ik gespaard mit 3 Tankvoelingen. So, er is nog niet af die 6 Tankvoelingen. So, er geht auch meer wie 20% sparen. Aber dann hat das gegen seine Nachbarn gesagt. Und ja, die kennen einander 20 Jahre. Die sagen, ja, aber das wollen wir auch haben. So, dann hat die Nachbarn hat ihn geschickt nach mein Büro, wo mein portugiesische Direktor arbeitet. Gib mal nochmal 2 von die Dingen, want die Nachbarn von mir will das auch haben. Ja, und das ist Mouth to Mouth, Word to Word Verkauf. Und so soll das gehen. Langsam, wenn die Leute die einander kennen, sagen, ja, oké, dat läuft in mijn auto, dan glauben ze dat. Want dat is familie, Nachbarn, Freunde, die kennen einander en dan geht dat zo. En ik sage auch immer, speziell, wenn wir nach grote Geschäften kommen, zeggen, ja, dat ken ik schon, magnetische Fuelsavers und alles. Ja, ze hebben alle richt natuurlijk, ze moeten voorzichtig zijn, aber daarom hebben wir, ja, die magnetische Fuelsavers hebben geen TÜV, hebben geen CE, hebben geen Referenzen mit Telefonnummers, mit Adressen. Mit den Namen von den Geschäften auf die Website, wir haben das alles, weil ich habe gesagt, die ersten 10 Flugzeuge, die haben auch nicht geflogen, das hat auch nicht geklappt. Und die ersten 10 Fuelsaver auch nicht, aber jetzt haben wir eine komplette neue Innovation aus Deutschland, Österreich, die läuft. Ja, und ich habe das Glück, dass ich das begegnet habe und dass ich das ihnen anbieten kann. Also haben sie das Glück, dass sie das nutzen können und Geld sparen können und Umwelt. Zo so, ja, dat is mijn ervaring. Ik heb dat voor Herschel gedacht. Ik wil dat langzaam aanvangen. Ja. Kan jetzt een beetje sneller gehen. Ja, aber, ja. Langzaam aanvangen, al die fehler machen, die ervaring hebben. En dan weiter gehen. En ja, ook mijn agenten, die ja, daar heb ik ook einigermaßen briefings mit. Einigermaßen moet je een beetje stimuleren. Nou, geht nou jetzt los. Want ik generaliseer niemals, maar einige Portugezen zijn schwierig. Ik heb op een messe gestanden, heb ik met 600 Portugezen gesproken. En nachher 2 verkopen. Maar die zijn, wat du ook gezegd had, die moesten dat eerst van anderen horen, een jaar, en dan komen ze veel uit. Ja.
So we moesten geduld hebben, maar we moesten goed starten met een goede test, motiveerde verkoper en serieuze kunden die ook die test goed maken willen. Ja, en als we dat maken, dan, ja, dan komt man vooraan. En ja, wie een piramide, dat is die nachtbaren, ja, of die een getest had, die een gekauft had. Dan komen die twee nachtbaren. Die nachtbaren hebben ook weer de nachtbaren en vrienden en familie. En ja, zo gaat dat. Ja, super.